Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der XXL Farm. Ja, ich fahre gerade die letzte Bahn auf dem Maisacker, dann ist die Maisernte komplett abgeschlossen. Nur ich habe mich hier gerade so ein etwas bisschen getäuscht, und zwar hatte ich jetzt einen KW-Koenger an der BGA schon stehen lassen mit dem Deutz, da ich als letztes welche fahren hatte. Ja, allerdings war ich der Meinung, dass ich keinen zweiten Anhänger mehr brauche, aber brauche ich anscheinend trotzdem noch. Von daher lasse ich den gerne mal schnell losfahren, während der hier ablädt oder überlädt. Ja, die 1 Million Liter, die schaffen wir. Das freut mich schon mal deutlich. Und ich bin auch echt froh, dass die Maisernte dann rum ist, ne? Bin ich ehrlich. Weil ich halt wirklich, ich bin keinen Bock mehr ab. Klar, alles gut und schön, hätte mir auch gerne gewünscht, dass mehr auf dem Haufen landet, ne? Aber naja, jetzt haben wir hier den Leute, tut mir sehr leid, aber jetzt backt mein Menü wieder rum, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Tut mir echt sehr leid, aber war vorhin schon mal kurz so. Hier, dann steht hier plötzlich die Reihe, aber hier drüben sind die Fruchtarten. Also mache ich schnell und nicht viel Menü. Also hier die beiden hatten wir jetzt hier exzellent. Ich schätze mal, wenn wir ein Jahr machen, war bestimmt nochmal eine riesige Maisernte, wo ich dann fast alle Äcker mit Mais bestücke oder auch eine große Grasernte. Ja, es wird schon ordentlich was zusammenkommen, ne? Boah, GPS häckseln vielleicht sogar mal. Könnte auch ganz gut ankommen. Das eine Silo ist ja dann jetzt erstmal in Beschlag genommen, denke ich mal, auch für ein, zwei Saison. Das andere Silo, denke ich mal, müssen wir dann auch anfangen. Und ansonsten irgendwann vielleicht nochmal ein drittes an der BGA platzieren. Werden wir dann alles sehen mit der Zeit. Bin auf jeden Fall echt froh, dass jetzt ein Endspurt in der Maisernte ist. Das Silo kann ich gleich nochmal kurz zeigen, wenn ich in der MF ablade. Jetzt werden die ja alle auf dem Weg sind. So, das war's mit der Maisernte 2022 hier. Hier hätten die paar Maisplatz können wir noch schnell mitnehmen. Lieber noch mal mitnehmen als hier stehen lassen. Die Palette können am Ende entscheidend sein. Hier zwei Maispflanzen sind zum Beispiel jetzt schon eine Maispflanze ca. 10 Liter Häcksel gut, also von daher sollte man schon durchaus mitnehmen. So. Wetten die beiden Helfer blockieren sich gegenseitig? Nee. Hä? Das jetzt für einen Sinn? Wieso steht der eine da, der andere da? Das macht ja mal null Sinn. Sag mal, Stürsche, was hast du denn gesoffen? Warum stehst du denn auf den falschen Fahrern? Sind wir hier in England oder was? Oh, Kollege, geh jetzt hier setzen. Nee, falsch. Gib ihm. Attacke. So, wo sind wir beim Silo hier? Das hatte ich schon mal so ein bisschen. Das sah schon mal schön aus, aber allerdings musste ich dann nochmal den Wagen hier drauf hauen und den habe ich nicht ganz so schön verschoben, aber ich habe das alles mal so ein bisschen zu einer schönen Rampe in die Höhe geschoben. Also das ist schon ordentlich, was hier drin ist, und der nächste Wagen macht dann auch die 1 Million voll. Also wenn ich mal so gucke, in so ein Silo passen locker 2,5 Millionen, müssten ja eigentlich reinpassen. Eigentlich. Naja, also denke ich mal, kann man mit der Maisernte deutlich zufrieden sein. Die Rübenernte ist auch ordentlich was bei rumgekommen. Kartoffelernte war auch nicht gerade schlecht. Aber das Einzige, was nicht so kralle war, war halt, wie gesagt, die Getreideernte. Grünland hatten wir nichts. Knapp bei Kasse sind wir so schon.
Oh, das passt, denke ich mal, eigentlich alles. Wie gesagt, im Januar, da wird ordentlich verkauft. Aber auch schon vorhin um diese Folge werden wir auch noch die Eier verkaufen fahren. Das wird auf jeden Fall noch geschehen. So, wenn der Wagen jetzt hier leer ist, können wir den Habe verkaufen. Was verkaufen? Ist ja leider nicht unser. Zurückgeben. Können wir jetzt schon mal. Zack, da ist er weg. Mein 69er Terra Truck. Den lasse ich per Helfer jetzt mal zum Hof fahren. Ach lol. Muss ich jetzt endlich noch Mietkosten bezahlen? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet oder wurde das einfach nur abgedingenst? Hallo? Ah, jetzt. Oder wurde das einfach nur jetzt abgerechnet, was die Gesamtkosten waren? Ey, was soll denn der Kacke jetzt? Hallo? Ich klappe das jetzt mal zusammen. Der mag, glaube ich, nicht mit. Dann muss ich also ins Helfermenü gehen. So, Job erstellen. Master. Freiposition. Ah, das nervt mich, dass das Helfermenü gerade so oder generell das ganze Menü so ein bisschen hängt. Naja. R69, er dreht kurz und fährt schon mal los. Hof, das gefällt mir. Der darf auch noch mal zur BGA schnell den letzten Wagen wegbringen. Den laden wir noch mal ab. Und dann war es das auch schon. Ey, ordentlich kaputt gegangen, die ganzen Maschinen. Ey, da müssen wir auch noch mal ordentlich reparieren in der Werkstatt. So, ja, aber man kommt auch ordentlich auf dem Haufen drauf, also so nicht. Schieben lässt sich das Ganze auch gut. Klar, ich hätte jetzt auch mal da vorne abkippen müssen eigentlich, dann wäre es leichter gegangen. Habe ich jetzt ein bisschen scheiße nach, habe ich gar nicht nachgedacht, ein bisschen scheiße umgesetzt, aber das passt so. Hauptsache, das ist jetzt alles hier dann soweit drinne. So, können wir schon mal kurz anfangen hier den ganzen Anhänger nochmal schnell zu verschieben. Ich mach's halt jetzt immer so, dass ich mal von vorne einmal ranfahre und dann den Berg jeweils mal kurz nach hinten hochschiebe. So habe ich auch die Rampe gebaut. Eigentlich warte ich nur darauf, dass der Deutz bald mal eintrifft. Da hinten habe ich ihn gerade schon gesehen hinter den Bäumen. Weil dann können wir endgültig den letzten Anhänger reinkippen. Jetzt haben wir auch die Millionen Liter hier schon drin. Sehr schön. Das müsste auch erstmal eine deutliche Zahl reichen. Ne? Also, müsste soweit passen. So, schlechte Schoben ist es nicht. Wie gesagt, das muss jetzt auch nicht wunderbar sein. Ist akzeptabel. Schön gebaut. Nehmen wir jetzt auch nicht zu sehr selber loben hier. Oh, dann kann ich da hinten, wo die kleine Lücke ist, aber schnell was reinfüllen. Schnell hier drauf kämpfen. So, hier nochmal schnell was abladen. Ein bisschen. So. Verschieben wir den ganzen Mist da oben nochmal schnell und dann war es das auch endgültig mit der Maisernte. So, 100% verdichtet. Jetzt haben wir hier natürlich die ganze Fahrspuren und so weiter drin. Das ist teilweise ein kleiner Haufen. Oh, das passt soweit. Man will sagen, hier 1,02 Millionen. Batz. So. Sehr schön. Gehört uns das Silo Equipment? Ich glaube. Ich glaube, das hatte ich gekauft. So, dann mache ich nochmal kurz das Bild. Und dann sehen wir uns gleich am Hof wieder.
So, klappen wir die ganze Silo-Equipment hier mal schnell zusammen. Und lassen wir per Helfer alles zum Hof fahren. Oh, die Meister hätte auch mal ein Ende. Endlich. Aktive Helfer. Ist er blockiert oder was? Weiß ich gerade gar nicht. Jetzt hängt es gerade. So, jetzt geht's wieder. Lass mal ein bisschen dahin fahren. So, den lassen wir dahin fahren. Den. Das war auch dahin fahren. Ziel ist nicht erreichbar, okay. Gut. First soll dahin. Wäre jetzt außerplanmäßig beendet. So. Ach Mann, warum sind denn die Helfer alle zu blöd? Warum hat er denn ausgeklappt? Ach Leute. Seid ihr denn alle zu inkompetent? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, bis auf den MF und den Deutz da unten. Sind alle blöd. Der Häcksler weiß kein Schwein, warum er ausgeklappt hat. Naja, ist mir auch relativ egal. Vielleicht dachte er, er soll den Hof wechseln. Ich weiß es nicht. Ja, ein Schild hat er auch mit dem Hof. Auch gut. So. Müssen wir die ganzen Sachen im Winter auch nochmal warten, wenn wir Geld haben, ey. Oder auch tanken, aber das hat der Häcksler gerade noch nicht nötig. Na, Hof halt war zu eng, auch schön. Wo ist die Kirche? Hier, ne? Ja. So, da können wir nämlich die Kiste nochmal schnell sauber machen. Stellen wir den Häcksler nochmal kurz weg. Träger stellen wir hier erstmal kurz hin. Auch beim Waschplatz. Dann fahren wir erstmal schnell die Eier mit dem Argon verkaufen. Warum stand jetzt schon wieder wird durch einen Pick blockiert? Keine Ahnung, okay, gut. Ja, muss da auch mal was laufen, ne? Kann jetzt immer noch was schief gehen. So, für das passt hinten. Scheint nicht zu doll aus. So, perfekter Waschplatz hier hinten. Die gefällt mir sehr gut. So. Da kommt er mit 3,3 Betriebsstunden, die er zum Einsatz war. Erstmal jetzt zurück in die Halle. Und macht er erstmal Winterschlaf jetzt. So, aus den Hobel. Dort zu. Feierabend. Der Drescher, wie viel hat der eigentlich? 2-1, auch nicht gerade die Menge. So, wo sind die anderen? Einer. Wie? Wie, der MF ist schneller wie der Johnny und der Johnny ist vorher losgefahren? Wie geht das jetzt? Hat er einfach überholt oder was? Na gut, der Deutsch ist auch schon da. Alter, wer ist jetzt kaputt? Wer sind die beiden schon da? Haben die Johnny überholt oder stand der irgendwo quer oder was war los? Keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall gut, dass sie schon mal hier sind. Schauen wir die Karre auch mal kurz beim Waschplatz in dem Deutz. Schauen wir dem Elf mal kurz hin. Und dann schaffen wir ordentlich schön Geld rein. Ja, doch hoch einfach geht. Wie geil. So. Reparieren tue ich den ganzen Stuss allerdings noch nicht. Das mache ich irgendwann im Winter, wenn ich mal Kohle habe. Boah, hier der MF, der ist komplett am Arsch, ne? Wartungsanzeige schon komplett weggefahren. Tankanzeige komplett runtergefahren, also. Der ist nicht mehr in so gutem Zustand. Wie viel Tank hat denn der noch? Schaden 80%, Diesel 102,
Der hat noch 670, 60%, 66 zu 10, okay. So, aber dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal kurz in Arion. Ich spule noch ein bisschen vor, weil ich habe vorhin mal beobachtet. Ah, das ist so scheiße hier, dieses Menü gerade. Der Preis, ah scheiße, der sinkt schon wieder. 2,5. Allerdings will ich hier diese eine Eierpalette noch kurz voll kriegen. Diese paar Euro, die der Preis da senkt. Mein Porn jetzt auch nicht fett. Hallo? Ich würde gerne, dass die Palette voll ist. Aber wie doll sinkt der Preis jetzt? 5 Euro kommen. Oh, 5 Euro kommt jetzt auch nicht drauf an. Müsste. Ja, voll. Sehr gut. 17 Uhr. Klar, jetzt leider schon wieder ziemlich dunkel. Wieder hinten ist halb voll. So, dann laufen wir noch schnell auf. Ich habe erst überlegt, ob wir den Arion eventuell verkaufen und dass wir dafür ein 75-30 oder so holen. Klar, wäre auch ein geiler Tausch, aber obwohl der Arion aus dem Standardtrecker, das gefällt mir der Arion dann schon übelst gut, ne? Schöner, wendiger Hofschlepper, geiles Design. Gefällt mir schon eigentlich echt gut, der Schlepper, deswegen war ich mich dazu entschlossen, dass ich den doch behalte. Klar, ich könnte jetzt, wenn ich noch Honig oder so hätte, könnte ich da jetzt auch noch ordentlich was mitnehmen. Ich habe auch schon überlegt, die ganzen Strohballen wollte ich ja eventuell auch verkaufen. Da haben wir ja auch so 10.000 mit, 10.000, 15.000, aber klar, die könnte ich jetzt auch schon mitnehmen mit dem, so wie mit dem Anhänger. Mit Platz wäre, ist ja groß genug, aber mache ich irgendwann anders, weil ich lade jetzt hier nicht extra das ganze Stroh erstmal auf und so weiter und so fort. Die Mühe mache ich mir dann auch nicht. Das habe ich jetzt so ein bisschen scheiße gemacht. Schau dir einfach hin. Schau einmal drauf. So, diese angefangene, diese paar Eier, die da drauf sind, könnte ich jetzt auch zwar hier lassen, dass es voll wird, aber diese 14 Liter Eier. Da sehe ich nur ein paar Euro, aber komm. Der Preis ist gerade ordentlich fett hoch. Wie sollte ich sie denn nicht mitnehmen? Oh, ordentlich schön ein paar Eier hier drauf. Und dann gucken, wo wir die hinbringen. Ah, das Gewicht da hinten hat keine Eingriffung, ne? Ne, hat's nicht. Okay, dann stelle ich das hier erstmal kurz ab. Muss ich mir auch noch eins besorgen, was eine Anhängerkupplung hinten hat. Spannungen drum. 7800 Liter Eier. Das ist stark. Könnte gut Geld geben. Aber jetzt hänge ich hier allerdings erstmal an der Zaun fest. Wie komme ich jetzt hier weg? Was kann ich? Einfach Stoff gegen Loco. Und so. So, ja, passt sich auch perfekt. Das ist sehr schön. Und dann geht's los zum Eierverkauf. Schön anwinkeln hier die Palettengabel. So, dann muss ich mal kurz schauen. Bäckerei. Markierung setzen. Wo haben wir das denn? Da ist nicht am Arsch der Welt. Da hab ich keinen Bock drauf. Da, okay. Und mal Karte aufmachen. Wir können. Fahren wir erstmal hier rechts rum. Passt so weit hinten, sehr schön. Dann fahren wir hier links rum. Ja, passt so weit. Und dann geht's los. Ein Eierverkauf. Wie viel kriegen wir nochmal? 2000 irgendwas, ne? 2500. Ui, das wird schmecken, ey. 30.000 oder so schon mal werden, ne? Das nur für ein paar Eier.
Naja. Dann mache ich mich auf den Weg und würde sagen, melde ich mich wieder, wenn ich leer angekommen bin. So, dann sind wir gleich da. Aber wie gesagt, bald werde ich noch ein paar verkaufen fahren. Dann werde ich noch ein paar Getreide, den ganzen Hafer werde ich komplett verkaufen fahren. Ich denke mal auch 2 volle Anhänger im Januar, das würde auch noch mal ganz gut Kohle geben. Also 50.000 schätze ich mal. Vielleicht sogar noch mehr. Müsste eigentlich schon ganz gut geben. So, wo geht's jetzt hier rein? Hier, ne? Ja. Aber wie soll ich denn hier wenden? Man kann ich da einfach durchfahren. Oder kann ich durchfahren? So eine Produktion hier. Gebäude, Bäckerei. Ui. Muss ich irgendwann mal kaufen. Oh, da fließt die Donau auch. Ui. Das gefällt mir. Die Bäckerei sollte ich irgendwann noch mal kaufen. Macht bestimmt auch Sinn. 17.400. Was mit dem Rest hier? Hallo? Würde eigentlich auch ganz gerne noch verkaufen. Hallo? Was ist denn mit dem Scheiß hier? Ist auch noch ordentlich. Angeblich sind nichts mehr drauf. Oh, 833 Liter. Ja, wie kriege ich die jetzt los? So, komischerweise auch immer nur noch eine Palette, ne? Kriegst du die jetzt los? Den ganzen Scheiß soll ich wieder mitnehmen hier. Noch weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Leute, das soll es erstmal gewesen sein. Mit einer weiteren Folge XISELFA. Mit Manöver werde ich bis zur nächsten Folge beseitigen, was auch nicht woanders liegt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.